Wims. Tosni. Assi Challenge Number Ficken. Ey, hör auf, mich runterschlagen. Ja, los. Runterschlagen. Dann mach jetzt. Okay. Das ist mega schwer, ey. Sehr gut, Wims. Das ist schon mal gut. Ein guter Anfang. Ach Gott, ey. Ich habe irgendwie die Türen abgebaut beim immer wieder neu durchlaufen am Spawner. Okay. Und mich aufgeregt hat, mal das aufzumachen. So. Alter, du musst hier immer gleichzeitig nach oben gucken, das ist richtig assi. Ja, das ist nicht so einfach. Ach Gott. Wo du überhaupt lang springen kannst. Ach Gott. Ach Gott, der Wims. Diese Challenge geht mir jetzt schon hart auf den Nerven, ey. Ach, das geht. Mhm. So. Geil! Du wirst hier so im Zickzack geführt, das macht dich richtig, macht richtig Spaß. Da freust du dich richtig, ey. Du bist dir gleich ein dritter Penis. Dann wieder? Ich bin schon 18. Von den letzten drei Challenges? Von den letzten drei, ja. Gott, wo soll das hinführen? Ja, beim ersten Trolle wäre es mir schon 12 gewachsen, ey. Alter, das sind hier. Boah, ist das. Wie weit das nicht schon weg ist, ey. Ja, aber das Problem ist, hier ist jetzt so ein Weitersprung. Okay. Gott. Und das Problem ist, ich glaube, ich springe in eine Sackgasse. Merke ich das nicht, merke ich. Oh, das ist so assi, ey. Ich konzentriere mich hier gerade so hart, weil wenn ich jetzt hier runterfallen würde, ey. Oh Gott. Was ist denn das Problem? Bin schon da. Ja, ich habe ein Problem. Ich bin falsch gesprungen. Scheiße. Ah, nice, Alter. Das ist so einfach, Alter. Das ist so einfach, Alter. Nein! Ah, nein! Oh Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Welchen Weg bist du gerannt? Das weiß ich nicht. Oh nein, ey. Der Weg war tatsächlich gar nicht so einfach. Gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer. Oh, schön hier. So, also ich darf nicht wieder in den gleichen rennen. Das steht schon mal Fakt. Ich bin einfach versucht, immer geradeaus zu gehen, möglichst weit. Ja, naja, hier zum Beispiel kannst du es nicht mehr. Da kannst du das. Ich bin hier gegangen. Hier bin ich zweimal gefailt. Aber es geht noch, weißt du? Hier, pass auf. Geh mal aus dem Weg, Tossi. Ach so. Ach du Scheiße. Dann einfach hier ganz weit nach vorne gestanden und dann versucht ein Stück zurück und dann. Naja, da habe ich ein paar Mal gefailt. Aber es ist möglich. Dann geh schon mal einen anderen Weg. Wieso? Schon mal hier lang. Safety first. Ja, du wirst aber wieder irgendwie wieder Probleme kriegen. Du wirst dann wieder den Hälfte Kilometer, also viel weiter. Warte mal. Nee, das war blöd. Ich gehe wieder zurück. Du musst den Sprung machen. Muss man das wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt möglich. Ist halt prinzipiell eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, weil es ist eigentlich ein Labyrinth, ne? Ein Labyrinth mit Sprüngen. Das nicht. Eine coole Idee an sich. Dass wir nach der Challenge erstmal eine Aufnahmepause machen, ey. Und frustriert oder was? Ja, aber richtig hart gerade, ey. Das heißt, du hast mein Spielmodus geändert, Tossi. Hä? Du hast mein Spielmodus geändert, weil du über den Druckplatten gelaufen bist. Ach so. Ich bin runtergefallen. Ups. Unfair. Ups. So. Versuch einfach den Sprung, ne? Ist ja, doch voll easy. Ja, mach ich. Nur schnell zurückgehen und ganz so weit wie möglich zur Kante laufen. Und dann springen. Easy. Ja, easy. Gar kein Problem, Junge. Wollte ich einfach zu mir, Tossi. Ich jetzt hier einfach als Spawn rumsitzen. Achso, du bist ein Spawn, okay, alles klar. Ja, Wims Spawn, Junge. Geil. James Spawn. James Spawn. Gott. Mein Name ist Spawn. James Spawn. Oh nee, das ist Spawn, nur nicht. Los, komm hier, machen wir jetzt hier. So. Meine Zahl ist nur eine 1. Ich habe die Lizenz zum Geil sein. Geil. So, jetzt machen wir das hier. Nice, das Ding. Nice. Warum? Warum? Ja, du bist gefallen. Das ist doch kein Wunder. So, dann muss ich mich da noch mehr beeilen. So. Und jetzt machen wir das hier ganz easy. Komm. Ich kann erwarten, wenn du den geschafft hast, ist es alles andere einfacher. Wieder eine Sprung nach. Nein! Fast! Ich
bin da immer noch ein bisschen zu langsam. Aber auch nur fast. Ja. Nein! Das ist so bescheuert. Ich probiere das jetzt jedes Mal. Jedes Mal. Ich hoffe, ich muss das nicht mehr so oft machen. Doch, doch. Na, das ermutigt mich jetzt richtig. Nein! Gott. Oh Mann. So, komm, Mann, jetzt. Ah! Los. So, jetzt aber. Verdammt! War schon nice, das nicht? War schon nice. Ah. Oh, ich tapp mal ein bisschen raus und google mal ein bisschen. Ja, was du hast ja jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, ja. Verdammt. Hier ist mal was Platsch. ich glaube, ich mache mal was große YouTuber schon gemacht haben. Aber schon in Vergessenheit geraten ist wieder. Verdammt. Habe ich mich irgendwie dezent Bock drauf gerade. Ey, ich mache noch 3 Versuche und dann gebe ich die Challenge auf. Nein. Ja doch, weil das ist doch kacke. Wie soll man denn so einen Sprung schaffen? Ah, ich schon wieder nicht. Alter, das ist... Oh, das ist so eklig. Nein. Oh, jetzt muss ich das immer 2-mal eingeben. Das war voll nervig. So. Also du bist ganz nach vorne gegangen, dann ein Stück zurück und dann bist du gesprungen. Ja. Ja, funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht, Wilms. Lol. Wie hast du das denn gemacht? Dr. Bob, bekannt aus dem Dschungelcamp, ne? Ja. Ist ein australischer Spezialeffekt-Künstler, Maskenbildner und ausgebildeter Rettungssanitäter. Er hat unter anderem bei dem Film Matrix mitgearbeitet. What? Echt? Und dann macht er so eine Scheiße? Ja, und komisch, ne? Oh, und tot, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Das ist doch scheiße. Hunde koten am liebsten in Nord-Süd-Richtung. Was nochmal? Hunde ja? Koten am liebsten in Nord-Süd-Richtung. Alles klar. Warum also nicht? Immer nord-südlich parken von Hunden. Das ist das Beste. Ja. Alter, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Nein! Jetzt habe ich den ersten Sprung schon verkackt, ey. Oh, wie langweilig. Unnötiges Wissen. Ich suche jetzt irgendwie Witzigeres. Ich will keine App, danke. Alter, es geht nicht, Wilms. Echt? Das ist ja toll. Lol, ich hab's überlebt. Ich hab mich zu dir geportet und hab's überlebt. Nice. Yeah. Mit einem Herz. Die Auster kann ihr Geschlecht mehrmals im Leben ändern. Das kann Thorsten ja auch. Hat er schon. Ja. Schon 3-mal. Ich probiere jetzt doch nochmal einen sicheren Weg. Es kann doch nicht sein, dass man so einen Assi-Sprung machen muss. Hier sieht es auch nicht besser aus. Auch dem deutschen Astronauten Alexander Gerst riecht der Weltraum nach Walnuss und Bremsbelägen. Schön. Das ist ja schön. Und der Weltrekord für die meisten 300 gleichzeitig getragenen Unterhosen liegt bei 302. Alter, 302? Alter. Unterhosen gleichzeitig, ja. Gut, ich meine, Tosni. Da brauchst du keine Windel mehr, weißt du? Ich meine, Tosni hat 302 Unterhosen am Tag auch an, weil er sich ständig irgendwie einsetzt. Aber, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Scheiße. Mann, es kann doch nicht sein, dass man hier so einen ficken Sprung machen muss. Lol. Lol, ich hab ihn geschafft. Der Ego-Shooter Half-Life kann bei der Behandlung von Arachnophobie eingesetzt werden, also Angst vor Spinnen. Was? Warum echt? Nicht? So, Wilms, warte mal kurz. Nach dem Sprung, ja?
Ich glaube nämlich nicht, dass ich den nochmal geschafft habe. Wo bist du denn dann hingesprungen? Hier Warte, ich lang? guck mal ganz kurz. Ich guck ganz kurz. Wer guckt, ich versuche den kürzesten Weg zu nehmen und hab dann hier. Bin hier gesprungen, weil hier oben hast du schön an Decke, weißt du? Also wo jetzt? Na Da, hier, dahin? auf der Seite, guck dir auch hier. Du hast hier über die komplette Decke. Hier ist es komplett egal, ob du, wie weit du abspringst, weil hier kannst du es auf jeden Fall schaffen. Das ist viel einfacher, der Sprung. Ja, Wahnsinn. Hat funktioniert, ja. Das ist voll einfach. Na gut. Ja, geil, jetzt porte ich mich zu dir und fall wieder runter. Sorry, ich habe mich wieder. Hat funktioniert. Oh Mann, ey, jetzt muss ich. Oh nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache das jetzt. Ich probiere das jetzt noch dreimal, okay? Okay. Eins. Ah, zwei. Wir brauchen eine leichtere Map. Nein! Okay, geil. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause, ja? Und nutzen ein paar Skills und wir bedanken uns fürs Zuschauen und nächste Runde geht's weiter. Wisst ihr Bescheid? Ja, und 2007 heiratete eine Amerikanerin den Eiffelturm. Alles klar. Oh Und Mann. GodTube.com ist YouTube für Christen. Wir werden Geil. unsere Let's Plays zukünftig auf GodTube.com hochladen. Könnt ihr uns verfolgen, Nur könnt ihr noch uns teilen, christlich, liken. ja? Nur noch christlich. Dann malen wir dann auf Holzbrettern. Ach nee, dürfen wir auch nicht. Doch, dürfen wir, oder? Ja, doch, schreiben darfst du ja. Ja. Und ein purig Esserchlor, wenn man da reingepinkelt hat. Okay.